Danke, Herr Kühn, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses kleine Interview. Und zwar wäre meine Frage, Sie als Grünpolitiker in Dresden, wie bewerten Sie denn eine Aussage, Bomben auf Dresden, wie sie von dem Herrn Omen auf Twitter getätigt wurde? Und können Sie etwas darüber sagen, wie das in Ihrer Partei angesehen wird, solche Aussagen, und vielleicht auch gehandhabt werden, solche Aussagen? Also diese Aussage ist natürlich indiskutabel. Ich glaube, er bereut sie mittlerweile auch. Und die neuen Medien, beispielsweise Twitter, zeigen halt, dass man in der Zeit, wo alles schnelllebiger wird, trotzdem manchmal innehalten muss und überlegen muss, ob, auch wenn es nur 140 Zeichen sind, das so formuliert oder nochmal drüber nachdenkt, bevor man auf Senden drückt. Das hat zu Recht einen Shitstorm nach sich gezogen. Herr Omen hat jetzt keine Parteifunktion. Er hat das als Privatperson geäußert. Das relativiert das natürlich nicht. Die Aussage ist nicht korrekt. Also wir müssen alle in Zeiten der neuen Medien auch ein Stück weit gucken, wie wir kommunizieren. Und manchmal ist weniger mehr und manchmal lieber über eine Aussage länger nachgedacht. Also spontane Gefühlsausbrüche, die am Ende vielleicht gar nicht so gemeint waren, aber die natürlich auch Menschen verletzen können oder die einfach insgesamt indiskutabel sind und von denen sich dann auch Leute entsprechend angegriffen fühlen. Also das sollte nicht die Kultur sein, wie wir politisch kommunizieren. Also ich habe die Aussage nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat, aber ich denke, das ist ein Satz, den ich aus dem Zusammenhang so nicht beurteilen kann. Und wenn ich nur den Satz sehe oder von Ihnen jetzt höre, denke ich, dass es natürlich kein Ansatz in der Demokratie ist, mit Bomben zu argumentieren. Aber ich kann es einfach nicht beurteilen, weil ich müsste erst den Zusammenhang und auch den Politiker kennen. Und den würde ich dann natürlich als erstes fragen, was er damit meint. Und Sie wissen jetzt auch nicht, ob solche Aussagen, wenn sie so auf Twitter in dem Fall stehen, ob die dann in Ihrer Partei Konsequenzen haben? Ja, auf Twitter kann ja heutzutage jeder gute oder nicht so gute Dinge irgendwie von sich geben. Da spricht jeder entsprechend für sich. Und mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass großartige Dinge dann zu Konsequenzen geführt haben. Gut, nee, weil es werden ja regelmäßig auch Kommentare auf Facebook oder Beiträge auf Facebook auch gelöscht, gerade wenn es um sogenannte Hasskommentare geht. Genau, ja, das ist ja was anderes, ne? Aber das wird ja dann von Twitter oder Facebook selber gemacht oder die Verursacher löschen selber. Aber ansonsten, dass das in Parteien oder Fraktionen eine Rolle spielt, ich weiß nur vor einer Woche, als die Leipziger CDU-Abgeordnete Kuttler da einen Tweet abgesetzt hat, wo der Begriff Umvölkerung reinkam. Das hat dazu geführt, dass sie Gespräche in ihrer eigenen Fraktion hatte. Und das wurde auch kritisch gesehen. Alles klar, gut, Dankeschön.